auf zur Legende und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir und Thorsten. Ja, der Toto hat gedacht, dass er die ganze Woche ja livestreamt, wie so ein Irrer, aber ich habe die Rechnung leider nicht ohne meine Liebsten hier gemacht und deswegen wurde das erstmal nichts. Ja, tolle Wurst. Aber was mir schon ganz gut gelungen ist hier, tatsächlich übe ich auch mit dem Rathaus 11 diese Taktik hier. Das heißt also eine schöne gespielte Blimp mit den Bogenschützen, obwohl mir, ja, ich meine, die kleinen Racker da, also die... Ist auch der Hammer, ne? Fressen die sich echt durch die Mauer durch. Also die Goblins und mit den Bogenschützen aber schon ganz gut was wegbekommen. Und das Beste ist, man beachte einfach hier unten den Babydrachen, den ich jetzt gleich auf 9 Uhr setze. Der hält nämlich bis zum Ende durch. Echt cool. Und ja, es ist mir eigentlich mal ganz gut gelungen hier. 14 auf 14. Also kann man durchaus machen. Ein Scattershot ist weg. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Toto, nimmst du vielleicht nicht die Superbowle, aber ich habe sie gerade. Nimmst nicht gleich die Superbowle, sondern nimmst lieber den Elektro-Titan. Ja, kann man machen, aber wie gesagt, ich habe gerade die Bowler. Und wenn ich sie natürlich schon in der Ausbildung bzw. die 3 Tage dann habe, dann nehme ich die Truppe natürlich auch ganz gerne. Sonst lohnt sich das Ganze ja nicht. Hätte ich sie auch weglassen können. Aber gerade hier in der Liga nehme ich die denn doch ganz gerne. Und klar ist man jetzt zwar zauberlos und auch meine Pets sind auch noch nicht ganz so hoch. Die müssen jetzt unbedingt nach der Liga erstmal 3 Wochen lang wirklich dauerleveln. Das geht nicht anders. Denn in der Liga habe ich jetzt gedacht, das lohnt sich dann auch nicht. Sie laufen dann erstmal nur so ein paar Tage, da lohnt es sich nicht jedes Mal ein Heldenbuch zu kaufen oder fertig zu machen, beziehungsweise irgendwo Gems reinzuschmeißen. Im Moment gibt es ja im Shop ganz nette Angebote, aber warum ich eigentlich sage, auf zur Legende komme ich gleich zu. Ich wollte wenigstens mit euch ein bisschen Clash of Clans haben, denn wir hatten hier so ganz, ganz tolle Member. Also danke nochmal, dass ihr jetzt endlich raus seid aus dem Clan, also aus der laufenden Liga. Das ist erstmal mein erster Dank, denn da brauche ich mich über solche Leute nicht mehr aufregen, weißt du? Und also tun die mir richtig Gutes, aber ihr seht, der Babydrachen hat echt bis zum Ende gehalten. Der ist, glaube ich, wahrscheinlich an jeder Luftmine vorbeigeflogen. An jeder Luftmine vorbeigeflogen. Und es gibt ja immer so Trittbrettfahrer. Ihr habt ja sicherlich beim Izu mitbekommen, dass man tatsächlich in der Legende auch Geld verdienen kann. Und zwar gar nicht so schlechtes Geld, würde ich mal so sagen. Nimmt man gerne mit. Und eigentlich war ich davon zu Anfang nicht so erbaut von. Also wo ich das so das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, oh Mensch, okay, geht dieses Barbarenschubser-Spiel tatsächlich den Weg. Ich wollte gerade sagen, des Kapitalismus nicht, aber so ein bisschen nicht in die Richtung, aber man kann es scheinbar machen, kann man ja letztendlich in jedem Game, glaube ich, irgendwo, denke ich mal, so machen, aber wie gesagt, es gibt die dann einfach mal mitfahren und ich fordere euch auf jeden Fall jetzt auf, alle, die ihr jetzt in Legende seid und auch den Itzo mit seinen vielen Accounts, dass sie in jedem Fall in einen Clan gehen. Ich habe nämlich einen Clan gefunden, der die Legenden richtig belohnt. Ja, der die Legenden richtig belohnt. Ich meine, jetzt hatte schon recht, die Leute wollen natürlich Aufmerksamkeit haben mit ihren Spielern, mit ihren Clan. Und ich kann euch den Clan, da unten ist er, Imperium, hier nur empfehlen, wenn ihr eine Legende seid oder eine Legende sein wollt. Denn wer Legende hier beendet, bekommt schon mal 10 Euro. Ab 5.500 Pokale bekommst du nochmal 15 Euro, sind schon mal 25 Euro. Und ab 6.000 Pokale bekommst du nochmal 25 Euro drauf. Das heißt also 50 Euro nur, dass ihr einfach so in der Legende seid und in diesem Clan. Ist das nicht cool? Und das sponsert bei einem so einen Typen. Ist doch geil, oder? Also ich finde das echt gut. Deswegen, auf nach Legende, Leute. Ich gehe da auch wahrscheinlich nicht hin. Nein, ich gehe da nicht hin, aber der On Fire und auch der da oben da, die jetzt auch die volle Aufmerksamkeit auf meinem Kanal haben, was sie die haben darauf hingearbeitet, waren ja bei mir im Clan, hier beim Clan Free-to-Play, kämpfen jetzt halt nicht mehr mit, den letzten oder vorletzten Kampftag auch schon nicht mehr, ist aber nicht so schlimm, denn wir halten die Liga in jedem Fall, also wir steigen nicht ab, obwohl es kurzfristig mal so aussah, weil wir nicht mal den letzten geschafft haben, aber wir haben uns hier eigentlich überhaupt nicht beirren lassen von den
größeren Rathäusern, denn wir hatten, glaube ich, gestern im Klarkrieg, meine ich, auch wieder so, das war schon fast ein Matchmaking. Und deswegen freut mich das. Aber wie gesagt, das ist der Clan hier. Das ist die Tech da oben. Ich hoffe, ihr könnt die ganz gut erkennen. Ansonsten kann ich euch das auch noch mal ein bisschen größer reinschotten. Hier kann man leider nicht zoomen. Das müsste ich dann jetzt gleich beim Schneiden machen, dass ihr das ein bisschen größer habt. Alles klar. Okay, auf geht's nach Legende. Ja, wie gesagt, in der Liga hier beim Clan Free-to-Play sieht's noch... Ah, nee, das war den wir so knapp verloren haben mit nur 6 Sternen. Wir sind im letzten Spieltag. Und sieht es ganz gut aus, muss ich sagen, auch von den Rathäusern her. Jetzt sagt man mir, ja, die Zehner müssen die Elfer machen, aber einen Spieltag davor, da war das nicht so. Da konnten wir wirklich schön unten die Zehner auch machen. Ihr seht, 55 Sterne haben wir auch noch nicht geschafft, aber okay, der Erste hat uns natürlich hier absolut niedergetrampelt. Und auch der Erste hat hier den Avatar ganz easy peasy getrippelt. Ich habe dann unten irgendjemanden gemacht, weil dadurch, dass jetzt welche gegangen sind, wollte ich jetzt Neuner nicht nachschieben. Da haben sie sogar noch angegriffen, bevor sie raus sind. Der Instinkt ist auch raus. Leider spielt er auch nicht bei uns. Hat mich auch ein bisschen geärgert. Mit 572 Sternen kann man ja ruhig mal eine Liga mitspielen. Aber da unten, ja, der On Fire war ein bisschen vorher schon raus. Ist alles nicht so wild, Leute. Ich sehe die Liga hier sowieso nicht mehr so als super eng an. Nichtsdestotrotz übe ich nach wie vor für die nächste Liga oder halt für die Legende. Also Rathaus 14 mit Legende, ich glaube, das kann man sich noch irgendwie antun. Rathaus 13 geht sicherlich auch noch, aber alles, was dann drunter ist echte Quälerei, weil ich werde auch immer sehr, sehr häufig gefragt in den Livestreams, was hältst du davon, Rathaus 9 in Legende und so? Gar nichts, tut mir leid, das ist einfach nur Quälerei und die lassen euch dann auch einfach nur gewinnen oder schenken euch die Pokale oder was auch immer oder skippen euch, nee, skippen geht ja in Legende gar nicht, und das hat alles keinen Sinn, aber um sich die 50 Euro hier beim Clan Imperium abzuholen, kann ich euch also nur empfehlen, geht da rein. Jetzt weiß ich auch gar nicht, muss man in Legende sein und in dem Clan? Oder kann man ruhig die Legende irgendwo anders spielen und dann so am 26., 27. dann in den Clan wechseln, weil am 28. endet die Saison und dass man dann sagt, hier, ich bin Legende, gib mal her, die Marie. Ich bin schon wieder vor Ironie nicht zu toppen, aber ich skippe euch jetzt mal die Suche. Leute, eigentlich wollte ich den wegdrücken hier, aber ich habe mir gedacht, den kannst du jetzt nicht weiterklicken. Das geht einfach nicht. Mit 1,1 Millionen Gold und Elex kannst du den hier nicht einfach weiterklicken. Das haut nicht hin. Okay, wir gehen rein. Ich muss mal gerade überlegen, wo wir eigentlich reingehen. Wir gehen, glaube ich, hier hinten rein. Das heißt also, ich meine, hier schießt kaum noch was, ne? Hier schießt ja jetzt kaum was. Aber letztendlich zum Üben hier mit der Blimp und den Zaubern hier ist das, glaube ich, ganz gut. Machen wir mal zwei Fingertaktik. So, jetzt klonen wir die einmal. 1, 2, 3, 4. Sind die noch da? Ah doch, ach, da hinten. Ah, die sind abgehauen. Oder war hier doch noch ein Bömmchen? Habe ich das jetzt nicht gesehen? Naja, wir haben das Rathaus gekriegt. Oder bekommen. Wir haben das Rathaus bekommen, was ja auch schon nicht schlecht ist. Okay, gehen wir rein. Mit unserer restlichen Meute, Mauerbruch da. Und das ist der Erste. Wir haben eine Mauer müssen wir noch brechen. Okay. 1, 2. Geht er durch die Mauer durch? Jawohl, er geht durch die Mauer durch. Eigentlich, es ist immer gerade wenn du auf solche Dörfer hier triffst, ist es schon sehr, sehr ärgerlich, dass du keine Schleichkobolde dabei hast. Oder überhaupt Kobolde dabei hast. Okay, wir lassen die Meute hier aber mal ein bisschen laufen. Also unser King geht da hinten Richtung Held, okay. Und wir können sicherlich den Royal Champion von irgendwo hier reinschicken gleich. Ich gucke mal,
Ich lasse sie erstmal noch ein bisschen laufen. Oder laufen die jetzt alle schön hinten rum? Jawohl. Leute, die laufen alle außen rum. Sehr krass. Okay. Da sollen wir mal einen Champion. Ach, nein, jetzt habe ich versehentlich beides gemacht, okay? Jetzt muss er sich nochmal umdrehen, aber ein Schuss. Haben wir auch einen Moneliten bekommen. Okay, sehr cool. So, für mehr Truppen hier in der Base nehmen wir einmal den König in die Pflicht. Und dann machen wir das einmal so ein bisschen zum Ablenken hier, dass meine Hexen da noch durchlaufen können. Aber ich glaube, den Loot kann ich mir nicht entgehen lassen. Und deswegen musste ich den einfach mitnehmen, aber wieder ein bisschen zu spät gewesen. Ich glaube, wenn man den ersten Unsichtbarkeitszauber auf die Bogenschützin wirft, dann den sollte man vorher ablegen und schon mal 2 Sekunden grundsätzlich abziehen. Aber wie gesagt, ich übe das Ganze ja, und wenn ich es jetzt könnte, würde ich es nicht mehr üben. Also muss ich es ein bisschen machen, damit ich es wieder kann. Aber den haben wir jetzt echt. Ah, schade. Okay, Timefail, alles klar. Aber dennoch, schön den Bonus hier mitgenommen und quicken wir wieder. Oh ne, ich habe die Bowler nicht mehr. Okay, dann kann ich auch mal anders bauen. Dann nehmen wir mal anstelle der Bowler, würde ich sagen, nehmen wir den großen hier mit rein. 1, 2, 3. Ne, 2 hatte ich immer mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nehmen wir mal nur mit, weil die sind größer hier. Nehmen wir 4 Stück. Oder wie viel gehen da jetzt rein? Ah ne, wir müssen noch einen Babydrachen mit reinnehmen. Würde ich sagen, so den ein oder anderen Magier. Jo. Da passt immer noch was drin. 5 Stück. Okay. 5 Stück haben wir aber jetzt nicht so wirklich was zum Funnel. Wir brauchen zweimal die. 1, 2, 3, 4. Einen Klon. Und einen Wut. War das so oder waren das 2 Fries? Ich glaube, das waren 2 Fries, ne? In die Clanburg kommt dann noch einer davon und ein Wut. So ist es. Entschuldigt bitte. So wird es sein. Also Leute, auf nach Legende. Ich kann es euch, wie gesagt, nur an die Hand geben, in diesen Clan hier reinzukommen, beziehungsweise reinzujoinen, um euch leicht verdiente 50 Mücken hier abzuholen. Also der Clan Imperium ist euer neuer Freund. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen auf dem Mittwoch. Ich bin zwar spät, aber ich habe so ein bisschen hier auch malocht. Man sieht das ja hier oben. Da. Es ist die Wand, meine Decke ist wieder weiß. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, dass da oben immer so ein kleiner Grünfleck war. Das war noch vor meinem alten Greenscreen, weil nicht nur ich Stoff hatte, sondern ich habe dahinter auch die Wand damals grün gestrichen gehabt. Alles Kokolores und Schnee von gestern ist jetzt auch wieder weg. Ich habe hier jetzt zweimal gestrichen. Und ist natürlich noch viel grün hier, aber das sieht man halt durch die Kamera nicht. Also wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clasht.